Normalerweise läuft hier. Ah, genau. Hier läuft jetzt eine Zeitanzeige ab. Okay. Okay, das war's. Okay. Erstmal. So, dann. Lasse. Die erste Szene gleich, ja? Ja, aber warte. Ja, okay. Ja, ist ja klar. Ne? Die Klappe ist eingeschlafen. So, und jetzt kannst du einfach da bleiben. So. Ja, okay, jetzt haben wir schon gefehlt. Okay. Das ist nicht besser, das okay. Weil dann brauche ich doch die Decke sehr an. Ob sie genug sind? So. Naja, okay. Sozusagen von. Ich komme mit den Namen von Frieda. Ich auch. Frieda. Die enden beide auf A. Das ist, ich weiß nicht, komme mit den Namen auch, aber ich noch nicht. Er meint Frieda. 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 Ton, läuft der? Ja. Okay, dann klappt man. Gut, und verschwinden. Und du machst jetzt eigentlich nochmal so das Ähnliche. Ich glaube. Ja. Ja. Okay. Und. Scheiße angekommen. Okay, super. Das finde ich aber auch. Das finde ich aber auch. Aber hier wird es auch immer wärmer drin. Ja, deswegen habe ich jetzt Eis. Ja, das sieht aus. Also, was ja. Hier. Boah, das ist ja. Also. Okay, die Kloszene wäre fertig. Noch eine. Ja, die eine Kloszene, ja. Okay. Dann komm damit klar. Echt, ey. Außerdem, deine ist noch einfacher, also echt. Ich muss mich konzentrieren. Ich muss die richtige Perspektive finden. Warte mal, ja, was steht denn? Ich muss den richtigen Ton finden. Oh, oh. Meine Fresse. Hey, Colin, wo ist Schnauze? Doch, wir brauchen dich jetzt, wirklich. Kommst du jetzt mal bitte? Wofür? Komm einfach mit. Guck mal, das geht auch nicht. Hä? Das geht auch nicht. Das war schon nett. Nein. Doch. Okay, Schnauze, würdest du mal bitte mitkommen? Das wirst du schon sehen. Jetzt kommt er auch, weil du nicht brauchst. Felix, du kannst gleich ausholen. Ach ja. So! Ja, okay, du kannst wieder gehen. Ich geh mal arbeiten. Ja, nee, das ist gut. Kommt klar, ja? Ja, okay. So, mach mal einfach eine Bewegung. Ich meine, einfach von hier, geh mal ein bisschen weiter zurück. Das ist das, von dem ich gesprochen habe. Wenn wir jetzt auf eine Schatten von 60 gehen oder von 80 gehen, dann fängt es hier an zu flackern, weil das Neon, wegen des Neonlichts. Dann machen das Neonlicht da raus und holen die andere Leuchte. Und eigentlich ist das perfekt. Du gehst ins Licht, eine Erleuchtung sozusagen. Sie Halleluja. Ist Halleluja, genau. Ich glaube, mir ist bereit. Ich glaube, du wolltest nur da. Soll ich den jetzt weitergehen? Sie, guck mal, sie kommt von hier ins Bild, sie dann, und wenn sie ungefähr an der Tür ist, fängst du an zu gehen. Ich glaube, Junge. Max, du läufst der Ton. Du läufst jetzt einfach von links rein und bleibst dann da stehen. Oh, hast du es jetzt wirklich runtergeschmissen? Wenn der mir nicht folgt. Was zur Hölle? Nein. Echt hier. Ein Glück habe ich das noch hochgekriegt. Naja, zumindest 10 Sekunden davon. Zumindest 10 Sekunden davon. Ja, okay, warte mal. So. Mal kurz auf den Tisch abgelegt. Wichtig, dass das gefilmt werden muss. Wir können den Rest des Films nicht drehen. Szene 1. Natürliche Reaktion. Clemens, echt geil. Und so eine schöne, feste Augenbraue.
Das ist übrigens hier Making-of-Kameramann 2. Handy gespielt. Na, das ist ja auch mal produktiv, wa? Ja, okay, ich geh mal wieder ans Set. Ja! Ich bin schon wieder. Doch, ich bin schon wieder da hier. Und jetzt Tür zu, bitte mal. Tonmann ist auch da. Tonmann 2 versteckt sich hinter der Ecke. Wo? Kann ich von hier auf Nein! Ja, er ist so ein kleiner Stalker. Er ist die Stalker-Ente. Ja. Danke, Stalker-Ente. Okay, also, Stalker-Ente! Du musst mal ein bisschen weiter, sodass man dich nicht sieht. Du wirst nicht den Arm ausschneiden lassen. Das findet er lustig. Hä? Wenn er sich das dann später anguckt, ja, dann wird er richtig das geil. Das Making-of wird besser als der eigentliche Film. Das finde ich allerdings auch. Man sieht dich ja noch gar nicht los. Finde ich doch. Oh, ein Schlagstock. Ach, was denn? Okay. Ich hab eine Idee. Wir benutzen diese Schnauze als Anfang. So, Frieda ist dran. So, der Star des Films heute. Und morgen. Und bei der Premiere. Frieda, müssen wir auf den roten Teppich laufen? Ja. Haben wir einen roten Teppich? Ja, okay, wir haben einen gelben Teppich. Das können wir dir anbieten. Ja, jetzt echt schön, ist echt scheiße. Pia guckt ganz interessiert. Ja. Echt Kamerascheu hier. Ja, guckt's euch an. Was für ein Mädchen drei sein? Hä? Was für ein Mädchen drei sein? Ja. Alle Business-Stop? Nein. Ich mach Making-of-Kamera. Ich nehme alle peinlichen Momente auf. Scheiße. Ich bin viel besser als ein Stalker. Das musst du ein Upgrade von Stalker. Ich werde dafür bezahlt. Naja, zumindest glaube ich das. Okay, wir sollten mal raus hier. Also, ein bisschen verhungert. Dann, Letzte Anweisung für Frieda. Okay. Absolut. Du kannst klappen. Perfekt. Mann, ich kann die Kamera nicht ruhig halten. Hier, Paul. Ja. Ja, Paul, genau. Habe ich mir richtig gemerkt. So, jetzt brauchen wir die Mädels und die Jungs, die dann hier draußen sitzen und die Folge drüber. Die gehen schon mal nach draußen. Ja, genau. Die kommt dann hier rein, dass sie ja dann hier Und ich als Lehrer stehe dann auch hier schon drin in dem Alter. Ja? Okay. Hey, du scheiß Tango. Seht mal, das ist ein Hey, wir müssen es schon wieder abgeben, weil es geht nicht. Ich musste gerade leider kurz schmunzeln. Ich könnte hier sagen, scheiß Tango, sondern Lehrer lacht, das geht nicht. Ja, Ricardo, du musst mal aggressiver machen. Mach mal richtig aggressiv so, richtig. Ey, Junge, was willst du? Ich Ja, der Fokus ist raus. Nein! Tim hat vergessen, dass die Bilder, die Scheiben von den Bildern spiegeln und dann sich immer noch um die Selbstbildung. Tim, ja, aber ist richtig. Das ist natürlich ungünstig, aber die Kamera. Tobias, kannst du zielen? Genau in Tobias, richtig durchziehen. Ganz vorsichtig. Oh, jetzt kommt der Paul hier. Tonmann 2, geh mal ein bisschen, danke.
Hallo. Hallo, Paul. Bis um 12 Pause. Zeig mal her in die Kamera. Ja, also so viel Takes haben wir schon. Für die eine Szene. Das ist jetzt Szene 4, ne? Ne, Szene 2 müsste es jetzt sein. Lass meinen Baum in Ruhe. Ja, genau, lass deinen Baum in Ruhe. Also. Also Leute, wir drehen jetzt hier gleich eine epische Szene, wo M3 auf M1 trifft. Das ist Checkers. Ja, hier sind schon unsere krassen Filmcrew-Leute. Jawohl. Die sind echt professionell. Also Hollywood kann einpacken, die sind untalentiert. Ja, okay, hier unser Chefkameramann hier, Felix Jarek. Ja. Mit letzten Anweisungen für unsere... Absolute Professionalität hier. Ja, ja, genau. Wieder mit hoch präziser Technik. Da sehen wir die Schauspielerin von Mädchen 3. Mädchen 3 namens Saskia, so. Mädchen 3 ist hier der Favorit, habe ich gehört. Jawohl. Inwiefern? Inwiefern? Bei den Zuschauern, habe ich das gehört. Zugucken. Ich guck zu. So, okay, wie ihr schon sehen könnt, drehen wir ein bisschen draußen. Ja, und wir hoffen, es wird mal schön viele Fails geben, weil... Eigentlich drehen wir ja drinnen und das ist alles bloß eine große Halle mit künstlichem Wind, aber das soll ja keiner merken. Ja, genau. So. Wir haben das Set so aufgebaut, weil wir einfach so gut sind und wir es können. Also hier unsere... Diese Blätter, wie die animiert sind, das ist einfach nur Premium, da kann Hollywood sich echt noch eine Menge abnehmen. Jawohl. Und hier seht ihr mal unser Mikrofon und ja, ihr könnt euch vorstellen, wie schwer das sein wird, das halten zu dürfen. Ja. Nur 100 Gramm. Ey Max, macht schlapp. Viel Spaß. Und hier sieht man mal wieder, wie unterbezahlt und unterbewertet die Mikrofonmänner sind. Wir machen desto größer der Spaß. Ja, genau. Wir kommen eigentlich aus Indien. Er hat seine Herfahrt verschrafft. Da fragt er, wenn jetzt hier fast Glas ging und er will. Okay. Außer du kommst aus Kasachstan. Ey, außer du, Felix, du kommst aus Kasachstan. 7 Millionen Jahre in Indien. Ey, ich nehme das alles auf, ja? Weiß ich. Ja, okay. Ja, okay, da hinten ist noch irgendeine Jungsgruppe. Ich weiß echt nicht, was deren Aufgabe ist. Clemens! Weggehen. Ja, komm. Ich brauche deine Kommentare. Was gibt's? Keine Ahnung. Kommentier mal die drei Jungs da hinten. Ja, okay, jetzt so. Da sind ihr drei Leute, die haben eigentlich ein bisschen nichts geleistet. Ja, müssen noch was leisten. Obwohl, an der Story haben sie schon mitgearbeitet, ne? Ja. Ja, und eigentlich machen sie auch Licht, aber wir haben hier ein bisschen viel Licht in unserer künstlichen Halle. Okay, immer hinter Tillmann. Oh Mann, dieser Wind geht auf die Nerven. Lass ihn mal, der muss das alles dokumentieren. Ich nehme gar nicht auf, ich nehme wirklich nicht auf. Du kannst meinetwegen auch mit dem Smartphone da stehen und warten. Geil. Geil, jawohl, da feiert er. Ja, da feiert er. Wenn ich noch einen dazu habe. So, die Kamera läuft. Mach mal den Ton an, dann du kannst ein bisschen weiter weggehen mit der Kappe. Geht? Ja. Läuft? Ja. Take 1. Okay, und ihr könnt einfach mal gehen. Mann, Eddie! Geht's noch? Wir drehen hier! Verdammte Scheiße! Echt, ey! Meine Fresse! Okay, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich da gemacht habe, weil ich es nicht gesehen habe. Das ist echt gut. Echt gut gelaufen. So, also Paul, morgen bringst du das Megafon mit. So viel steht fest. Deine Stimme klingt ja auch schon heiser. Schnauze! Sie rennt raus und rennt jetzt komplett raus und dann ist sie neu schön im Laut. Sollst du mal stehen? Genau. So, jetzt wie ihr sehen könnt, drehen wir die nächste Szene und dafür werde ich meinen neuen Film anfangen, weil so langsam geht uns hier die Zeit aus. Du bist ein schlechter Moderator. Deine Mutter ist ein schlechter Moderator, meine Fresse. Aber nur im Bett. Saskia. Saskia, den hat er sich einfallen lassen. Saskia. Alter. So viel auf einer. Da kommt Frau Kral mit ihrem Auto. Frau Kral mit Auto. So, alle mal Platz machen hier, Timo. Du sollst keinen Autoschaden verursachen. Der fette Ferrari kommt hier angefahren. Was los? Vorsicht. Einsteigen. Jetzt ist schon? Ja. Pia steigt schon mal ein. Ja, Pia lässt sich. Pia schnurrt sich eine Autofahrt. Das waren die Probeläufe, die wir jetzt erlebt haben. Und jetzt versuchen wir den ersten richtigen Take. Genau.
Und mal sehen, was der Klappenjunge jetzt fabriziert. Alle Augen sind so die ganze Zeit fabrizierst. Wir sind sehr gespannt auf seine Leistung. Er hat uns ja in vorigen Szenen schon sehr überrascht. Ja. Er ist das Klappenmädchen. Kannst du das schaffen, Klappenjunge? Ja, stimmt, er ist das Klappenmädchen. Er hat um 15 Uhr noch einen Frauenarzttermin, hat er vorhin gesagt. Stimmt. Was war das? Ein Anrempeln, so richtig Tackle. Ja. 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 Sie ist die Domina und du bist der... Ich glaube, den hier, wenn ich abgeholt werde. Du bindest ihn an, ja? Und dann holst du die Peitsche. Hast du ein Seil? Einfach mal klappen. Und bitte alle ganz mal ganz ruhig sein. Warte. Ja, und schon der erste Fail. Das Problem, wenn sie das nicht hören. Der erste, der zehnte, meinst du? Ganz schlau. Ja! Da möchte ich mal so schöne 360 Grad Kreisbahn machen. Oh, so bist du. Das sind auch gute Outtakes. Ey, ein Glück habe ich das drauf hier. Wollt ihr auch Kreim sagen? Ich wollte so eine richtig schöne Kreisbahn und so richtig geil rum und dann so ein. Und dann siehst du plötzlich, dass da alle Menschen stehen. Oh shit! Ja. So kann's gehen, so kann's gehen. Okay, dein Kommentar zu der Aktion gerade eben? Dazu sagt sie nichts, okay. Das finde ich auch mal super. Dazu sagt sie nichts. Nächstes Mal ein Comedy-Film, das geht viel einfacher. Ja. Tschüss. Jetzt hat der Kameramann verkackt. Jetzt kommt diesmal perfekt. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt einfach zu langweilig ist, weil es ist ja wirklich nur so ein... Ihr habt das geschrieben. Nein, ich rede nicht von dir, Luca, sondern von meinem... Na gut, jetzt... Alles geht, kein Problem. Ja. Ein bisschen Applaus, bitte. Okay, das war schon ein bisschen Applaus zu viel. Applaus vom Staatsratsvorsitzenden. Wen denn? Demokratischen Republik. Wen denn? Was für ein Ding? Walter Ulbricht oder... Nee, Erich fand ich cooler. Okay. Absolut Ruhe, bitte. Klappe. Mach Klappe. Und Ruhe. Und bitte. Wir machen das in den Outtakes mit Splitscreen-mäßig. Ich glaube, das wird nichts, oder? Der Meinung bin ich ebenfalls. Geh mal weg. Echt keine Ahnung von nichts. Ich finde es irgendwie sinnvoller, wenn da vor ihnen irgendwelche zwei Mädels laufen und die ein Selfie machen und sie so irgendwie darauf kommen, ein Selfie zu machen, weil sonst ist das doch total sinnlos. Ja, vielleicht irgendwie so ein Blitzgedanke. Jawoll, da habt ihr es gehört, ich kann aufhören. Na endlich. Na endlich. Für den Tag, für heute.